Es geht heute weiter in der Pflanzenpflege. Mikrosiemenswert 440 knapp. Ich drehe das mal kurz ein bisschen, wie jetzt der pH-Wert aussieht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, 7,05. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen den pH-Wert aber noch ein bisschen runterbringen. Und das ist jetzt einfacher, da der Mikrosiemenswert schon mal runtergegangen ist. Also haben wir schon mal ordentlich was rausgespült hier. Und in dem Zuge können wir heute tatsächlich den pH-Wert gezielt nochmal runterbringen, hier bei dem Weihnachtskaktus, auch wenn man ihn jetzt nicht erkennen kann. Ja, das machen wir gleich gemeinsam. Dann kommen wir zu den Projekten hier in dem Lavagranulat, aber da werde ich gleich erstmal nachmessen in Ruhe, was da Tatsache gegeben ist. Und wir kommen heute zu der Begonie hier, denn die hat jetzt ausreichend Wurzeln ausgebildet und kann dann, ja, umziehen in dem Sinne. Okay. Im Lavagranulat haben wir auch einen pH-Wert unter 7 tatsächlich erzielt. Mikrosiemenswert ist auch noch okay. Also das hat tatsächlich funktioniert im Lavagranulat hier. Also ist schon eine coole Sache. Hier kann man auch schon eine Wurzel erkennen. Ja, das lässt hoffen auf jeden Fall. Mit dem Lavagranulat sind wir recht schnell ans Ziel gekommen. Hör mal auf. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Hier in der Pflanzenpflege intensiv. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier ein pH-Wert von 5,65. 5,65 bei unserem Philodendron Paraiso Verde. Mikrosiemens mal, werden wir eben checken. Hier steht allerdings nicht viel Wasser drin, aber das klappt noch. Das kriegen wir noch hin. 450, also wir sehen, das Lavagranulat kann man relativ schnell runterbringen vom pH-Wert. Das war das Ziel, damit wir erfahren, inwieweit wir die Pflanzen dann im Lavagranulat pflegen können. Das heißt also gießen und düngen dementsprechend mit Leitungswasser dazu, um den pH-Wert auf dem Level zu halten, nach Möglichkeit, den die Pflanze benötigt. Okay, Philodendron, Syngonium, die tun sich jetzt nicht viel. Da kann man relativ gut fahren bei 5,5 bis 6,5, da passiert nichts. Auf jeden Fall unter 7 bleiben, das ist ganz wichtig und das war das Ziel hier und es ist uns gelungen. Ja, das ist eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Also total genial, hier steht noch relativ viel Wasser drin, das gieße ich jetzt nochmal raus. Dann kann ich es nämlich jetzt gleich einmal, ich sag's mal so wie es ist, normal versorgen. Und zwar mit der Düngerlösung, die wir anwenden, bei 4 bis 500 Mikrosiemens erstmal. Wir dürfen eins nicht vergessen, es sind noch kleine Pflänzchen, die noch nicht viel Wurzeln hier im Substrat drin haben. Das heißt, die können nicht überall alles raus, sondern nur an bestimmten Stellen. Und dementsprechend sollte man nicht zu viel düngen, denn ansonsten kommt der Wert irgendwann zu hoch. So, wir nehmen jetzt tatsächlich die 4 bis 500er Variante dafür. Die habe ich vorhin frisch angesetzt. Mal gucken, eben, was wir jetzt hier drin haben an Mikrosiemenswert. pH-Wert brauchen wir nicht messen. 380. Wir fahren momentan bei den Babys hier erstmal etwas weniger, einfach um da auch ein bisschen Erfahrung wieder zu sammeln. Ne? Denn wir müssen ja zwischendurch mal gießen und düngen in dem Sinne. Ich gieße aber auch hier jetzt bei den Babys nur schluckweise rein und nicht den Pott voll, sondern lieber öfter mal ein bisschen gießen und dann ist so weit okay. Jetzt ist noch die Frage, wann muss man wieder gießen? Das kann man jetzt an dem Wasserstandsanzeiger natürlich nicht sehen, das ist ein ganz klarer Fall. Wir müssen mal beobachten, ob das Lavagranulat, wenn es an der Oberfläche anfängt trocken zu werden, heller wird. Weil das wäre natürlich der positivste Effekt in dem Sinne, woran man erkennen könnte, wann man dann wieder nachgießen sollte. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Ist ja schon mal ganz schön, dass wir das so hinbekommen haben, dass wir den pH-Wert im Lavagranulat runtergebracht haben und das relativ schnell, muss ich sagen. Also das ist total genial. So, da muss ich mal gucken in der Aquaristik, wie ich das dann hinbekomme noch. Aber da kann ich ja keinen Dünger reinschmeißen von den Pflanzen. Wobei, weiß man nicht. Ist so, wie es ist. So, bei dem Schätzchen jetzt hier, wenn wir so handhaben, bei unserem, den kann man natürlich jetzt nicht sehen, Weihnachtskaktus-Babys, dass wir hier noch einmal den pH-Wert etwas runterbringen. Und dementsprechend dürfen wir jetzt auch Nährstoffe dazu führen, weil es war ja nicht mehr viel drin. Ich nehme jetzt hier mal auf 1 Liter Osmosewasser bei uns, 1 Milliliter. Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Endlich muss ich es gleich ein bisschen verdünnen, aber das ist ja auch nicht das ganz große Problem. Das ist ja durchaus denkbar und machbar. So, dann gucken wir gleich nach der Heuer noch, die wir geschenkt bekommen haben, die wir gemeinsam eingepflanzt haben, im mineralischen Substrat. Auch dort müssen wir den pH-Wert anfangs runterbringen. Das ist ein wichtiger Fakt, egal was du verwendest. Der pH-Wert muss passen. So, wir sind hier bei 430 Mikrosiemens. Das ist jetzt okay für die Babys. Und das heißt, wir werden es nochmal fluten heute tatsächlich, um dann ja nochmal alles
was im Substrat jetzt noch drin ist, in Lösung überzubringen. Dementsprechend mit den Nährstoffen und dann kriegen wir den pH-Wert jetzt schneller runter. Die letzten zwei Male haben wir es geflutet, nur mit reinem Wasser, erstmal um den Mikrosiemenswert runterzubringen. Der war bei 1000, weiß jetzt gar nicht mehr, 1600, 1700 ungefähr. Und jetzt können wir dann mit der Nährlösung tatsächlich schneller den pH-Wert runterbringen, wie wir das hier übrigens auch gemacht haben. Auch hier haben wir das mit einer geringen Konzentration. Ja, weißt du, was ich meine, ne? An Nährstoffen im reinen Wasser, wohlgemerkt ohne Leitungswasser, den pH-Wert runtergebracht. Und trotz alledem sind die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Aber jetzt dürfen wir es nicht mehr machen, denn ansonsten bringen wir den pH-Wert zu weit runter und dann leiden die Pflanzen wieder. Okay, ich weiß, es ist nun mal Thema, ne, interessiert sicherlich nicht jeden, aber für alle die dabei sind schon lange Zeit, für die ist das mit Sicherheit sehr interessant. Ja, Labergranulat, mineralisches Substrat. Okay, ich checke jetzt bei der Heuer nochmal, wie das aussieht und auch hier bei unserer Monstera variegata, die wir aus der Kokoserde rausgenommen haben, weil sie dort nicht wirklich gut zugange war, ne? Und von daher haben wir sie ins Mineralsubstrat überführt, aber auch hier müssen wir gucken, dass wir aber erstmal etwas unter 7 bringen, nicht viel, wohlgemerkt, am besten ist sogar tatsächlich bei 7 ungefähr, knapp drüber, knapp drunter bei der Monstera variegata. Ja, okay, aber das ist alles noch Zukunftsmusik in dem Sinne. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie das bei der Heuer hier gleich aussieht. Denn das hübsche Baby, das wollen wir doch richtig versorgen. Okay. Kommen wir zu der Heuer. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. pH-Wert ist 7, also tatsächlich noch nicht okay. Wir müssen hier ein bisschen runterkommen, auf jeden Fall. Denn die mögen es eher im leicht sauren Milieu. Also da gucken wir dann, dass wir das noch hinbekommen. Jetzt kommt das Interessanteste, Mikrosiemenswert 1420. Ja, das ist jetzt mal nach wie vor nicht gut, definitiv viel zu viel, denn die mögen über die Wurzeln nicht so gut versorgt werden, ist tatsächlich so. Wir hatten schon, haben wir jetzt das zweite Mal letztens gespürt, ich weiß gerade gar nicht mehr, ist auch egal. Das heißt im Klartext, wir werden heute auch hier nochmal das Ganze machen, um den pH-Wert nochmal runterzubringen und den Mikrosiemenswert runterzubringen. Das heißt also, verwenden wieder nur reines Wasser. Warum verwenden wir hier keinen Dünger, um den pH-Wert schneller runterzubringen? Weil der Mikrosiemenswert sowieso viel zu hoch ist. Wir müssen hier erstmal alles rauskriegen. Warum ist der Mikrosiemenswert so hoch? Weil wir zu viel gedüngt haben? Nein, weil wir einen gebrauchten Topf genommen haben. Und den Topf hatte ich vorher nicht gecleant, das heißt in reines Wasser gelegt, eingelegt im Prinzip. Da kannst du wochenlang drin liegen lassen, um alles rauszuholen bei gebrauchten Töpfen. Aber es ist schon gut zu sehen, wichtig zu wissen, dass gebrauchte Töpfe, Tontöpfe, speichern. Sie speichern Salze. Ne? Wir wissen nicht, welche da drin sind. Das heißt, im Klartext, die Pflanze kann unter Umständen sehr schnell kaputt gehen. Und das wollen wir ja nicht. Also müssen wir nachträglich reagieren und spülen das Ganze jetzt nochmal mit Wasser. Wir haben es schon zweimal gemacht, doch tatsächlich, klar. Weil hier muss ich nämlich immer genau gucken, dass ich aufpasse, dass mir das nicht überläuft. Und das habe ich in dem Sinne gerade realisiert, dass ich das tatsächlich schon zweimal gemacht habe. Ich sehe das nämlich auch jetzt nur sehr schlecht, aber man kann es einigermaßen erkennen. 1, 2, 3, jetzt müsste aber lang, sehr, sehr voll. Okay, also bleibt dann nochmal 1, 2 Tage drin stehen. Und wir sehen dann in dem Zuge, wenn das geklappt hat, ob die Pflanze das überhaupt mitmacht. Ne? Dann ist sie ja schon 2, 4, 6 eine Woche drin im Prinzip dann. Also das wird auch interessant mitzunehmen. Und wie gesagt, sollte der Mikrosiemenswert runtergehen, dann geben wir auch gezielt Dünger dazu. Aber vorher nicht. So, okay. Jetzt haben wir das Schätzchen noch. Ich sage dir, du. Ja, wenn dir da zu viel ist, dann musst du das nicht unbedingt der Antun gucken, ne? Guck dir das nur an, wenn du wirklich interessiert bist, sonst bringt das nämlich gar nichts. Okay, das heißt, wir lernen noch viel, viel mehr hier im Laufe der Zeit. Aber das Allercoolste ist, ja, jo, ganz genau, Labergranulat, das Funst. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sieht das dann längerfristig aus, ne, wenn wir sie mit Nährstoffen versorgen? Also das Labergranulat in dem Sinne. Ne, wie reagiert es? Wie viel Kalk müssen wir zuführen? Reicht das so, wie wir das handhaben? 1/4 Leitungswasser, 3/4 Osmosewasser oder nehmen wir Halbleitung, Halbosmose? Wie weit düngen wir auf? Inwieweit ist das Labergranulat fähig zu speichern? Okay,
Da kommen wir dann später zu. Übrigens, das hier jetzt ist die Monstera Variegata. Nein, ich habe kein neues Blatt gezaubert. Ich habe die braunen Stellen abgeschnitten, um zu verhindern, dass es möglicherweise noch weitergeht. Jawohl, und weil es nicht schick aussieht. Okay. Weiter geht's in der fleißigen Runde heute. pH-Wert 7,35. Buh! Ja, viel zu hoch. Viel zu hoch. Mikro-Siemens-Wert, mal gucken, ob wir das so hinbekommen, ist tatsächlich 1150. Das ist soweit okay, das verträgt die Pflanze. Aber so kriegen wir den pH-Wert nicht runter. Das heißt, auch hier werden wir gleich gemeinsam gegensteuern, damit wir sehen können, wie das funktionieren kann. Okay. Auch hier bei der Monstera Variegata. Ein alter Topf und frisches mineralisches Substrat. So, wir nehmen das gleiche Wasser wie vorhin. Nur Osmosewasser dementsprechend aufgedüngt. Was hat man hier drin? Weißt du es noch? Hast du es noch im Kopf? Ich schon nicht mehr. 400, ja knapp 440. Okay. So, damit spülen wir das Ganze jetzt nochmal. Das heißt fluten und lassen es wieder 2 Tage stehen. Und checken dann nochmal, wie es aussieht. Ja, es ist also ganz wichtig zu verinnerlichen. Gebrauchte Töpfe. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, Tontöpfe, klar, die speichern ja auch, aber nicht nur Tontöpfe, auch Kunststofftöpfe. Und zwar speichern die nicht in dem Sinne, sondern Kalk lagert sich in denen ab. Und auch das kann ein großer Nachteil sein, in dem Sinne, ich kann es mal eben zeigen. Ich habe mich heute Morgen einen sauber gemacht. Tada, siehst du den ganzen weißen Rand da drin? Das ist kein Schimmel, das ist Kalk. Das sind Kalkablagerungen. Ne? Und auch hier sollte man gegebenenfalls das erstmal rausbekommen, bevor man das Gerät wieder verwendet. Also den Topf in dem Sinne. Ne? Übrigens auch die Einsätze und so. Ja, okay. Wie können wir uns dabei helfen? Müssen wir mal gucken. Mit pH minus vielleicht. Zitronensäure wäre auch möglich. Also durchaus denkbar. Das kennt man ja aus dem Haushaltsbereich. Zitronensäure, da kannst du ja auch Armaturen und so mit sauber machen. Ne? Kannst du auch eine frische Zitrone nehmen, auf den Lappen auspressen und damit abwischen tatsächlich. Ja, okay, also, ne, wenn denn man es richtig machen will, sollte man das machen. Okay. Eins zeige ich dir noch ganz kurz, bevor ich in die Pause gehe. Von unserer Pflanze hier, die wir vorhin versorgt haben im Lavagranulat. Der Wasserstandsanzeiger ist ja unten. Ne? Wenn das jetzt aber ein bisschen kippst mal, dann siehst du, dass dann trotzdem Wasser drin ist. Ne? Das mal so am Rande mitgenommen, wenn man nicht genau weiß, soll man gießen oder nicht. Aber ich vermute, dass wir es auch an der Oberfläche erkennen können demnächst. Aber das müssen wir nochmal gemeinsam verfolgen dann. Auch hier sieht man Kalkablagerung oben am Rand. Ne? Also ist schon wichtig, die Töpfe dann doch vorher ja, zu cleanen, bevor man sie wieder verwendet. Sonst können die Werte komplett verfälscht werden. Okay. Munter, fröhlich geht es weiter. Wir haben jetzt hier die Peperomia Raindrop in der Wasserkultur. Von der Seite hat sie so ein bisschen blasse Blätter bekommen. Die steht übrigens neben der North Point LED. Und ich drehe das Ganze mal. Von der Seite sieht das so aus. Also soweit ganz okay. pH-Wert ist allerdings ein bisschen hoch. 7,3 ungefähr. Das ist too much. Das heißt, die Pflanze kann gar nicht ordentlich Nährstoffe aufnehmen. Ist zu hoch, definitiv. Wie kommt das? Ich habe vermutlich mal einen Schluck Leitungswasser reingegossen, weil ich dachte, ach, kannst du auch mal wieder vertragen. War dann wohl doch nicht so, aber ist okay. Ich gucke mal eben, was haben wir hier? 240 Mikrosiemens, das ist okay. Allerdings, wie gesagt, heute müssen wir dann doch mal so ein bisschen reagieren. Ich hole sie mal raus hier, dass wir uns angucken können. Im oberen Bereich sind schöne weiße Wurzeln, im unteren Bereich eher dunkel, aber auch weiße Spitzen dran tatsächlich, also glasige Spitzen. Also ist das soweit noch ganz gut hier. So, hier hängt ein Blatt drin, das ist Puttgang. Das heißt, heute werden wir hier mal einen Wasserwechsel machen nach langer, langer Zeit. Jawohl. So. Und wir gießen jetzt hier rein die 400 bis 500er Variante. Und dann werde ich das morgen oder übermorgen nochmal checken, ob das dann jetzt soweit okay ist. Ja, man sieht auch in der Wasserkultur, sollte man von Zeit zu Zeit einfach mal Wasserwechsel machen. Ich habe es jetzt aber einfach so belassen, um auch mal euch zeigen zu können, wie Pflanzen sonst reagieren können. Aber wie gesagt, soweit ist okay. Straff, knackig, ne? Nur sie konnte die Nährstoffe nicht ordentlich aufnehmen oder dementsprechend auch zu wenig, obwohl ausreichend drin war. Denn wir wissen ja, in der Wasserkultur ist die Hälfte tatsächlich besser als im Normalfall. So, Dalle, jetzt kommen wir kurz zu unserer schicken Begonie. Bevor wir eingreifen, schauen wir uns das Schätzchen noch mal etwas näher an, würde ich sagen. Und dazu werde ich es erstmal vorsichtig hier rausziehen. Also das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Und in dem Zuge gucke ich mal, ob wir sie wirklich abnehmen können. Also dass das Ganze auch groß genug ist. Nicht, dass ich die jetzt abschneide und dann geht es mehr putt.
Ich glaube fast, wir warten noch ein kleines bisschen. Ja, doch, wir warten noch ein kleines bisschen, bis die Pflanze etwas größer herausgewachsen ist. Kriege ich dann jetzt wieder rein hier? Jawohl. So, dann, wenn ich, muss ich gleich ein bisschen Wasser nachfüllen. Ja, ein bisschen Wasser müssen wir nachfüllen. Auch hier wieder reines Wasser. Tatsächlich, denn die Orchideen brauchen nicht viel Nährstoffe. Die werden über das Blatt auch versorgt und von daher ist das soweit. Okay, dann kann ich es auch einmal versorgen jetzt ganz kurz. Nach wie vor nehmen wir das Vuxal Universal dafür. So, kriegt ihr auch ein bisschen was. Und dann ist soweit okay. Übrigens, die sprühe ich auch ab und zu damit ein hier. Könnte ich dann jetzt auch machen, wenn ich nicht so schon mal hier habe. Ne? Okay. Into the Jungle. So sieht der Fruchtstand heute aus von der Alocasia Amazonica Polly. Nach wie vor straff und knackig. Ich weiß nicht, wie lange ich es hier noch dran hängen lasse. Und tada, eine neue Blüte kommt hier tatsächlich heraus. Ja, so ist das, ne? Ja, die will wohl noch mehr Frucht bringen in dem Sinne. Okay, wie sieht es hier aus? Da ist noch okay, da ist noch knackig, da hat sich noch nichts geändert. So, verändert hat sich etwas und zwar da oben die Efeutute, die Marble Queen, bekommt tatsächlich wieder ein panaschiertes Blatt nach dem grünen. Ja, die wechselt sich tatsächlich immer ab. Das ist eine richtig tolle Sache. So, und die Enjoy, die da ist, die kommt ja hier an der Wand hoch mittlerweile. Und auch hier werden die Blätter jetzt schon größer. Ich hoffe, dass sie sich festhaftet dran. Dann kann sie hier nämlich auch hochkrabbeln. Ja, ich weiß, bei Zeit müssen wir langsam mal weitermachen hier, ne? Aber ist okay. Das, was am wichtigsten war, das haben wir gemacht und von daher wollen wir da mal nicht meckern. So, der Sebrina geht es nach wie vor richtig gut. Auch hier ganz wichtig zu wissen, das Schätzchen mag lieber einen neutralen pH-Wert. Leicht drunter ist okay, ganz leicht drüber, also bei 7,1 auch noch okay. Aber ist ein Starkzehrer, definitiv. Das dürfen wir nicht vergessen, denn ansonsten kriegt sie ganz schnell helle Flecken. So, warum war ich jetzt noch hier? Ich wollte noch was gezeigt haben. Oh, habe ich wieder vergessen, glaubst du wohl. Habe ich denn vergessen, jetzt einzuschalten? Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht. Okay. So, hier warten wir auf neues Blatt bei der Monstera Deliciosa. Ah, das ist so eine herrliche Pflanze. Ich würde ja gerne noch mal einen Kopfsteckling machen, aber jetzt noch nicht, weil die Pflanze lassen wir erst noch wachsen hier. Ne? Bei Zeit nehmen wir mal wieder ein Blatt ab, damit das hier nicht zu viel wird. Denn ansonsten haben wir irgendwann nur noch die Monstera hier drin. Ich hatte vorhin irgendwas gesehen, das heißt heute Morgen. Ich habe heute Morgen einen Großgießtag gemacht und wollte euch zeigen, was hier Sache ist. Achso, guck mal da. Da wächst eine Wurzel einfach mal hier in den Einfülltrichter rein. Ja, so geht's, ne? Ich sag's dir doch. Die muss ich aber tatsächlich entweder abschneiden oder ich muss sie mal gucken. Warte mal, kriege ich die hier raus? Wenn nicht, muss ich sie abbrechen oder abschneiden gleich, weil das geht jetzt gar nicht. Das, weil die wird ja auch mal richtig dick irgendwann, ne? Und das wäre nicht so der Burner. Kriege ich dich jetzt hier? Ja. Das Dumme ist nur, selbst so bringt mir das nichts. Nee, ich werde sie nachher abschneiden. Das macht keinen Sinn. Ja, ist so. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn sie reinwachsen würde, könnte sich noch mal mehr versorgen. Ne? Aber das hat wirklich keinen Sinn. Mir fällt es nicht ein. Ich wollte was gezeigt haben, Mensch. Ach so, da steht er doch, der Weihnachtskaktus. Hat er noch seine Blütenknospen? Ja, sind alle noch dran. Das sieht soweit okay aus. Und die Blüte, auch die Blüte ist noch dran geblieben. Also nichts abgefallen bis dato, obwohl wir sie umgestellt haben, ne? Die haben hier ganz andere klimatische Bedingungen als im Arbeitsraum. Also hat das bis dato funktioniert, muss ich sagen. Ne? Ist das jetzt ein Mythos, dass sie die Blüten abschneiden, die Blüten abfallen lassen? Ist schon wieder spät. Dann mal gucken, wie spät wir das haben. So, hier unser Abschnitt von der Alocasia Amazonica Polly. Die macht schon Wurzeln tatsächlich. Wir haben ja noch eine zweite, die steht auch im Arbeitsraum. Die macht noch keine Wurzeln. Deswegen braucht er jetzt noch nichts zu zeigen. Ich wollte Wasser gewechselt haben. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Ja, und es funktioniert trotzdem. Trotz alledem muss ich hier auch mal checken, aber heute nicht mehr. Das soll für heute erstmal reichen, würde ich sagen. Ja, okay, mal gucken, wie sich dann entwickelt. Die andere übrigens, die schiebt eine Blütenknospe. Ich werde es bei Gelegenheit mal zeigen, nur heute nicht mehr. Sonst wird das alles too much, muss ich sagen. So, wie geht es hier unserem Mangobäumchen? Hat schöne Blätter ausgebildet. Das sind neue Blätter hier, das auch, ist auch neu. Hier müsste ich aber jetzt auch mal langsam checken, was Sache ist. Auch hier halte ich relativ wenig Wasser drin tatsächlich. Ja, dann läuft es noch einiger, nicht einfach, sondern viel besser, nicht einigermaßen, sondern viel besser.
So, Dalle, dann unsere Palme, warte mal eben, nicht das hier, das ist unser Elefantenfuß, ich muss mal kurz hier durchmogeln. Macht wunderschöne Blätter nach wie vor. Das Schätzchen versorge ich Pi mal Daumen. Mal 1000, mal 500, mal einen Schluck Leitungswasser. Ich habe hier noch nie nachgemessen, sollte man vielleicht auch mal machen. Hier kommt gerade ein neues Blatt rausgewachsen wieder. Oh, die wächst echt toll, muss ich sagen. Die ist schon im Verhältnis ziemlich groß geworden. Das war ja ein ganz kleines Baby damals. Wie gesagt, heute Morgen habe ich sie alle versorgt hier. Deswegen steht hier also auch Wasser drin. Das ist die Fortunae. Ja, eine tolle Palme fürs Zimmer. Richtig genial, muss ich sagen. Hier unter Zusatzbeleuchtung mit der Sansi 36 Watt LED, die wir hier drunter hängen haben. Das Ding übrigens ist von damals noch. Das hängt da nur rum, weil ich weiß nicht, wo ich es hin tun soll. Aber anmache ich sie nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Sondern nur noch die Sansi 36 Watt. Und das reicht vollkommen aus hier. Das ist da definitiv so. Das ist vollkommen ausreichend. Lass mal sehen. Ach, der ist ja gar nicht an, sehe ich gerade. Habe ich den vergessen heute Morgen? Scheint so. Zack. Ja, so kann es gehen. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, haben wir so einen kleinen Rundblick hier nochmal mitgenommen. Das Blatt entwickelt sich auch wunderschön von der Micholiziana Freideck hier. Ja, okay. Denke mal, dann habe ich das, was ich zeigen wollte, tatsächlich gezeigt. Und dann gehen wir gleich nochmal kurz in den Arbeitsraum. Wir sind kurz in der Aquabotanik angekommen, dass ich euch nochmal zeigen kann, wie die Pflanzen sich hier so entwickeln. Hier hatten wir ja vor längerer Zeit mal H2O2 dazugegeben, also Wasserstoffperoxid. Bis jetzt sieht das gut aus, kein Grünbelag und von daher brauchen wir auch nicht eingreifen. Dann belassen wir das ganz einfach so, weil es funktioniert. So, die Monstera Deliciosa mit ihrem neuen Blatt. Und das muss ich sagen, wächst mal richtig rasant. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal gefilmt haben hier? Ich glaube, 5 Tage oder so kann das sein, 4, 5 Tage. Da guckte sie hier unten so ein kleines bisschen raus. Ne? Also, und jetzt ist es schon komplett entrollt und muss jetzt natürlich sich noch ausbreiten und ausreifen. Aber toll, dass die sich hier so prächtig macht, genauso wie die Calathea hier mit ihrem Neuaustrieb, mit der neuen Spitze. Sieht wunderschön aus. Ja, total klasse. Aber hier müssen wir bald eingreifen, um sie zu bewurzeln. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? So, die Zwergblattfahne blüht hier nach wie vor, riecht jetzt aber nicht mehr. Die ist jetzt ja im Prinzip ausgeblüht. Da reifen jetzt die Fruchtkörper in dem Sinn. Ich weiß gar nicht, ob man die auch vermehren kann oder nicht. Weiß ich gerade nicht, aber ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. So, unser Kakaobäumchen. Die neuen Blätter, die richten sie jetzt langsam nach oben. Hier kann man es vielleicht auch schon erkennen. Ne? Die hingen ja hier eigentlich drin. Und die sind jetzt ausgereift im Prinzip und schieben sich jetzt nach oben. Und schön, dass die so kompakt wächst, ne? Also keine langen Stiele entwickelt. Das ist also richtig klasse. Kakao, das ist so toll. So, und die Xanthosoma Frozen Planet hier bekommt wieder ein neues Blättchen. Tada! Also die macht auch eins nach dem anderen. Die ist so genügsam, auch hier tatsächlich in diesem AirPod. Das funktioniert genial, muss ich sagen. Total klasse. Ja, das ist das vorherige Blatt, das ist jetzt ausgereift tatsächlich und schwuppsdiwupps kommt ein neues hinterher. So, Efeutute macht sich bis jetzt gut, muss ich sagen. Unsere Vanille, die Variegata-Form, im Gucken, die ist jetzt unter, wird das wahrscheinlich ein bisschen überbelichtet sein, steht da sehr nahe hier am Licht, ne? Und ich wollte mal gucken, wie sie darauf reagiert, deswegen habe ich sie hier höher gehangen. Und in dem Zuge sieht das bis jetzt gut aus, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt leicht gelbstichig ist, das kommt durch die Lampe. So, ich versuche sie hier ins Becken zu bringen, dass sie hier reinwächst. Und mal zu gucken, ob die Wurzeln das verkraften hier. Ob die das abkönnen oder nicht. Denn das wäre auch sicherlich sehr interessant zu erfahren. So, sie schon hier schon mehr Laub drin als sonst. Aber das nur kurz nebenbei mitgenommen. Das mache ich jetzt erstmal, um zu checken, wie die Tiere darauf reagieren. Aber das läuft tatsächlich richtig gut. Hier die Wurzel von der Monstera Deliciosa. Boah, das ist echt heftig, was die für Wurzeln machen. Guck dir das mal an. Das ist der Hammer. Die müsste jetzt bald unten angekommen sein. Ja, dauert nicht mehr lange. Also ist schon genial, ne? Dass die so gut hier drin wachsen. Gemacht haben wir das Ganze, um zu versuchen, ob hier Nitrat rauskommt. Aber da kommen wir die Tage auch nochmal zu. Der Julian war das, glaube ich. Das hat uns da auf eine Idee gebracht. Wie das mit dem Nitrat vielleicht funktionieren könnte, dass die Pflanze das raussaugt, dass im Prinzip hier ja, anders gedüngt wird, ne? Dass sie also andere Nährstoffe bekommt. Wenn die Pflanze jetzt mal drunter leiden sollte, kann ich es nicht ändern, weil das ist jetzt ein Versuch, der mir wichtiger ist, muss ich sagen, hier das Nitrat rauszuziehen, ne?
und dann die Pflanze vielleicht einfach unterzuversorgen, wenn es nicht anders geht. Wäre aber nicht so tragisch. Ich kann das wieder returnen, habe ich nicht das Problem mit. Ich kann der Pflanze ja helfen, ich weiß ja, wie das geht. Aber auch mal zu sehen, dann, wie die Pflanze darauf reagiert, wäre sicherlich sehr interessant. Ich meine, die pumpt hier ganz schön Wasser raus, muss ich sagen. Also jeden Tag einen halben Liter muss ich hier nachfüllen. Der ist schon wieder, nee, ist noch nicht ganz leer. Der ist noch, hatte ich gestern Abend. Na gut, bis heute Abend sollte das weg sein wieder. Also ein halber Liter tatsächlich jeden Tag geht hier raus bei dem Becken. Gut, ein Teil verdunstet, aber nicht so viel. Also die Pflanze zieht schon was raus. Allerdings, sie soll gezielt Nitrat rausholen. Das ist mir wichtig, weil, naja, okay, das ist jetzt nicht Thematik. Aber okay, dass wir das am Rande mal kurz hier mitgenommen haben. Den Tieren geht es richtig gut, muss ich sagen. Wir haben auch wieder neue Babys drin. Die kannst du jetzt so noch nicht erkennen, weil die sind so klein. Die sind zum Teil durchsichtig auch. Also da, ja, aber das läuft richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. Okay. Dann gucken wir noch einmal kurz hier ins Murmelglas rein. Auch das funktioniert nach wie vor richtig gut. Wird kontinuierlich bei 400 bis 500 nachgegossen. Und das ist also eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen, hier mit der Zwergblattfahne. Also es ist schon hammermäßig, was alles möglich ist im Pflanzenreich. Die Tests stehen hier rum, weil ich muss heute nochmal, gestern hatte ich nochmal gemessen, heute muss ich nochmal messen. Ja, bei den Aquarien, ne? Den Nitratwert, ob der jetzt runtergegangen ist oder nicht, das kontrolliere ich momentan ziemlich, ja, genau in dem Sinne, um einfach zu lernen. Man lernt nur, wenn man etwas macht. Ne? Rein Theorie ist zwar eine ganz schöne Sache, aber ohne Machen, ja. Ne? Nicht lange lachen, weiß Bescheid. Dann läuft das schon besser. Okay. Ich habe übrigens immer noch den Glauben, dass wir das Wasser aus dem Aquaristikbereich reinigen könnten. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Wir wissen, mit Wasserstoffperoxid bekommen wir Bakterien, organische Bestandteile, alles in den Griff. Das ist nicht das Problem. Dann, nachdem man diese Prozedur gemacht hat, das haben wir ja bei Pflanzen schon gemacht hier in der Wasserkultur, ne, das läuft, dann erstmal in Erfahrung bringen, ob noch Nitrat drin ist oder ob das vielleicht auch dadurch irgendwie, weiß man nicht, ne? Durchaus denkbar und möglich. Und wenn nicht, dann müssen wir gucken, wie wir den Nitrat aus dem Wasser rausbekommen und die restorganischen Bestandteile, die sich zersetzt haben im Prinzip. Ne? Dass man das filtert. Meine Filtern wäre vielleicht nicht so das große Problem. Da könnte man sicherlich einen Sandfilter bauen oder irgendwie oder andere Möglichkeiten. Da gibt es mit Sicherheit unendlich viele Möglichkeiten, dass man das einfach tröpfchenweise durchlaufen lässt, ne? Und dann dementsprechend unten das reine Wasser, saubere Wasser wieder rauskommt. Klar, die Salze werden noch mit drin sein, das wäre aber nicht das Problem, weil das können die, ist sowieso, das brauchen die ja auch, das ist die Mineralstoffe in dem Sinne. Aber eben, wie gesagt, Bakterien, organische Belastung und Nitrat, dass wir das rauskriegen aus dem Wasser, um das Wasser wieder zu verwenden. Darum geht es mir eigentlich. Ne? Ich will es versuchen, aber noch sind wir da nicht auf dem Wege hin, aber das könnte auch im Pflanzenbereich auf jeden Fall interessant werden. So, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, Kaktus. Dritte Mal gespült. Meine Güte, nee. Mal gucken, wie das dann jetzt aussieht in ein, zwei Tagen. Auf jeden Fall doch interessant, wie sich so Parameter verändern können und wie man eingreifen kann dementsprechend, um es den Pflanzen richtig gut gehen zu lassen. So, Christine, ganz herzlichen Dank. Spreadshop. Spreadshop heißt das, unser Shop. Okay, das auch mal gut zu wissen am Rande. Denn, ja, man sollte schon etwas richtig aussprechen, wenn man weiß, wie es ausgesprochen wird. Wenn man es nicht weiß, ist okay, ne? Dann ist das so, wie das ist. Aber wenn man weiß, wie es ausgesprochen wird, ich weiß es jetzt, von daher kann ich es ja richtig aussprechen. Spreadshop, ja, ich muss sagen, das ist eine richtig coole Sache. Also das macht so viel Bock. Vor allen Dingen, ja, nee, komm, brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, meine Lieben. Yippie, yay, yay.